Da ist jemand mit dem Vogel unterwegs. Da waren wir wieder da, Entschuldigung. Gani? Ja. Exakt Richtung Westen wäre W.3, können wir das machen? Sierra, ein Hauptquartier, bitte kommen. Wo ist denn SF1? SF1, oh, an der Hügelgruppe. An SF2, bitte wiederholen den letzten Sprung. Ich habe die nie verstanden, Steffen. Ja, wenn es geht, ab jetzt einfach Richtung Westen, damit wir da möglichst schnell zum Ziel kommen. Wir müssen auch wieder rauskommen, wir haben noch ungefähr 20 Minuten knapp. Warte, was Sierra an, die haben noch perfekten Blick über die Hügelgruppe. Ich kann dir auch sagen, dass der BMP jetzt gerade 260 Grad über die Hügelgruppe ist. Irgendwelche Informationen, ja, gut, dass die VIP-Person sich zufälligerweise eine US-Army-Uniform gezwängt hat? Negativ. Die Person ist durch goldenen Kolben zu erkennen. Ja, was ist denn? Moment, warte mal. Okay, verstanden, ja, weil gut, wir haben hier das Problem, dass wir eventuell zwei Angehörige der US Army bzw. US Navy vor Ort haben. Einen Piloten und eine anderweitige Person. Okay, Männer, wir müssen erstmal SF2 kontaktieren und fragen, was wir mit dem Turm da machen. Ja, dass wir da. Gar nicht, ich bin doch direkt da. Okay, pass auf, wir haben einen Turm, zwei Schützen oben drauf, ja, 55 Grad. Kannst du Sierra ausschalten, wenn wir von denen der Beschuss genommen werden, wenn du willst. Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier wegkommen und das Primärziel erledigen. Sonst kommen wir nicht mehr weg, bevor wir totgebombt werden. Soll ich Sierra Bescheid geben oder machst du das? Ich mach das. Alles klar. Gani, in welchen Schützen sitzen gerade? Hier, Sierra SF2, bitte komm. Auf dem Turm sind zwei. Also, Sierra SF2, bitte komm. Hier ist Sierra. Von unserer Position in Richtung 255 Grad ist ein Tower mit einem Mann an einer Dishka und einem zusätzlichen Schützen. Könnt ihr die einsehen kommen? Der normale Tower mitten neben der Start- und Landebahn. Den meint ihr sicherlich. Den sehe ich. Verstanden. Den bitte im Blick behalten. Die könnten sich auf uns schwenken und uns unter Beschuss nehmen. Falls das passiert, bitte sofort ausschalten kommen. Verstanden. MG ist aber, soweit wir wissen, nicht besetzt. Bitte komm, dann reden wir von zwei unterschiedlichen Türmen. Einer aus Metall mit jeweils an jeder Ecke einer Lampe. Da ist ein Typ an einer Cord und ein zweiter Schütze obendrauf. Kommen. Moment, ich überprüfe. Ich weiß nicht, also wir müssen, glaube ich, noch Richtung Westen, Nordwesten vorbei. So, Gani, jetzt nochmal. Ja. Der Granatäffelschütze hier vorne. Ja. Den habe ich. Den kann ich wegknipsen, den Schalldämpfer. Von euch ungefähr in Richtung 240 Grad, Sierra. Meinst du, dass von uns aus auf 249 Grad, was die zwei Personen, die auf dem Metallturm sind? Positiv. Habe ich jetzt nicht. Es geht aber noch einer. Roger. SF zu Ende. Kurz, das Tarnnetz, da ist ein Flak drunter. Wir brauchen jetzt eine schnelle Entscheidung. Sierra, 2, bitte mal auf, SF2 wieder aufrücken, ein bisschen weiter nach vorne. Also ich habe die beide im Visier, ich kann die beide abknallen, aber ich brauche eine Freigabe. SF1 an SF2, bitte kommen. Ja, ich bin hier, Gani. Steffen, da ist ein Tarnnetz, drunter ist die Z2. Ja, Feuer, weg damit. Wir müssen hier mal was schaffen. Pixel? Hazel? Warte kurz. Ja, Gani? Pixel als erster Noobwerfer, als zweiter Z2. Kannst du den? Gani? Warte, ganz kurz. Ich würde lieber die Flak zuerst, weil die Flak kann sich ganz drehen, der Granatwerfer nicht. Alles klar, gut, machen wir so. Gani, wir splitten uns derweil ab, gehen nördlich vom Hügel entlang und kümmern uns um den BMP, ja? Jawohl, verstanden, alles klar. Okay, ihr könnt das von hier aus vor. Spielen? Ja. SF1 hört zu. Bitte, SF2 zu mir. SF2, hier zu mir. Wir trennen uns von SF1. SF2, hier. SF2, das ist in Richtung Norden. In Richtung Norden, SF2. Ja, Falke ist es, glaube ich. Falke, wo bist du? Nein, du darfst nicht. Falke, die Führung abkommt. Ich weiß warum. Ja, okay. Er kommt. Alles klar, gut. Formation wie gehabt, wir kümmern uns um den BMP. Wir folgen also dem Geräusch. Marsch. SF-Teams, wir haben das MG in Sicht und warten auf eure Feuerfreigabe. SF2 an Sierra, verstanden. Sobald unsere erste Rakete fliegt, Feuerfreigabe erteilt. Kommen.
Verstanden. SF1 unter Beschuss? Ja, kümmert uns erstmal nicht. Nee, ich glaube, Pixel hat geschossen selber. Sierra-Teams hier, Sierra an SF-Teams. Bitte? MG hat euch entdeckt und bewegt in eure Richtung. Ja, bisschen 45 Grad nach links. Von da vorne müsstest du ihn gleich sehen können. Hab Sichtkontakt. Zum BMP? Jo, ist auf alles der Brücke, da. Bewegt sich nach, ja, nach Süden. Okay, Wolf, du sicherst nach rechts ein bisschen den Hügel entlang. Du brauchst auf jeden Fall deine, ja, genau. Okay, kannst du den von hier bekämpfen, meinst du? Ist ein bisschen weit weg, ne? Ja, ist ein bisschen weit weg, also... Alles klar. Wir gehen noch zur nächsten Kuppe vor. Marsch, marsch, bis der wieder runterkommt. Rechts hat's noch ein Gebäude, müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, aber hier haben wir gute Deckung vom Terrain. Okay, der BMP macht ein bisschen Palaver da unten, aufpassen, Leute. Ja. Ja, die Bewegung ist zu schnell noch für mich. Ja, du musst an den Scheitelpunkten eventuell gucken. Wenn er dann hält. Bitte keiner hinter mir, ne? Wenn ich mit dem Ding schieße, der hinter mir verreckt. SF2. Hat euch gesichtet, schießt aber noch nicht, hat sich in eure Richtung gedreht. Das ist klar, würde ich jetzt bereit machen. Vorsicht ist angebracht. Alles klar. Ne, es müsste alles okay sein. Feindkontakt im Westen, 140 Grad von mir aus. Verstanden, sobald die Rakete fliegt, haben alle Feuer frei. Wie viel Meter ist er entfernt? Kannst du mir das sagen ungefähr? Ich kann es dir sogar genau sagen. Sekunde. Entfernung. Steffen? Ja. Kontakt auf dem blauen Kran, rechtes Kran. In diesem. In dieser Vertiefung vor uns sind 4-5 Infanteristen. Ja, hab ich gesehen. Komm, jetzt misst die Entfernung, du Drecksteil. 100 Meter vor uns, Patrouille am Hang. Auf 220 Grad ungefähr. Ja. Mein Entfernungsmesser will gerade nicht so wie ich. Steppen auf 225, blauer Kran, rechtes Bein, in jedem auf, Achtung. Das ist genau hier, wenn die uns mitkriegen, feuern die uns weg. Wir haben da keine Deckung vor. Was ist jetzt hier entfernt? Verstanden, halt den Blick. Ne, das Ding funktioniert aber nicht so richtig. Ich würde mal schätzen, es sind... 350. 250 Meter. Okay. Probier's einfach mal damit. Wiederhole, sobald die Rakete fliegt, Feuer frei. Versemmelt. Okay. Alle Feuer frei, Feuer frei. Neffe, du hast auch noch einen mit. M72, richtig. Neffe, du hast auch noch einen M72 mit, ist das richtig? Wenn ja, dann Feuer frei. Wow, mich hat eine Kugel getroffen. SF1, hier ist SF2, wir haben mit dem Angriff begonnen. Wir haben leider den BMP beim ersten Schuss nicht getroffen. Ah, unser Medic hat's erwischt. Ah, mit dem Medic ist schlecht. Okay, ich hole mir seinen Raketenwerfer. BMP öffnet Feuer. Jawohl. Entdeckung. Smoken? Ja, Smoke raus. Ja, wo man das schießt, der schießt gerade gegen den Backgegner.
Ich habe jetzt verschossen. Sierra, SF2, wir verlegen in Richtung Nordwest den Hügel herunter. Marsch, marsch. Steffen, du bist immer mal direkt vor ihnen, es ist eine Gruppe von Gegnern. Kommt in den Hügel. Ja. Kommando zurück, da kommt der BMP. Kommt der BMP? Ja, hab ich gesehen. Okay, negativ, da können wir nicht lang, ist der BMP. Wir müssen zu SF1 zurück. SF1, hier ist SF2 vor euch, das ist eine viermal starke Infanteriegruppe. Wir verlegen zu euch zurück, auf uns kommt der BMP zugefahren. Verstanden. Sprung auf. Marsch, marsch, der kommt gleich den Hügel hoch, Jungs. Komm, weiter, 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 wir wollen zu SF1. An mir vorbei, zu SF1. Folgt einfach den Schüssen, moha. War denn das? Fahrzeug oder was? Mal wieder so ein Feind. Ja, einfach weiter, nicht hinter mir stehen bleiben, einfach weiter. Ich verschaffe mir nur einen Überblick. Na. Hat jemand von euch noch Anti-Tank-Waffe? SF1 an SF1. Schuss 190, vermutlich MG-Gunner. Okay. SF2? Mein Team wurde komplett aufgerieben. Südwesten. An dem Netz wahrscheinlich. Status, Falke? Tot. Verstanden. Wir sind zwar noch 5 ab, wir haben aber keine Anti-Tank-Waffen mehr, kommen. Ich hätte noch eine. Gunny, wo bist du? Genau hier. Alles klar, gut. Ja, ich bin neben dir. Der BMP ist in Richtung Norden. Ich geb dir die Waffe, okay? Okay, mach. Wie viele gibt's von euch noch? Nur noch Gunny. Ah, shit. Hier liegt eine AT rum, vielleicht ist sie noch aktiv? Nee, die AT habe ich jetzt gerade fallen lassen. Steffen? Ich hab sie. Okay. Okay, ich klebe Bergglas, Jungs. Wir haben hier eine Granate neben uns und einen Flak. Zeig in die falsche Richtung. Ja, vielleicht hilft die Flak. Da kommt ein Infanterie-Typ auf den Berg hochgerannt. 25 Grad, Achtung. Oh, seh nicht. Ja, ist hinter der Gruppe. Steffen, ich hab auch noch ein AT. Ja, BMP ist down. BMP ist down. Sehr schön. Okay. Wir müssen abbrechen, Jungs. Wir müssen das Gebiet verlassen. Hier kommt gleich die Bombe runter. Das hat wohl so nicht geklappt. Marsch, marsch Richtung Osten. Wir müssen hier raus. Alle hinter mir her. Wir verlegen zu Sierra. Hoch zu Sierra verlegen, Jungs. Hoch zu Sierra. Frag mal, was hoch zu Sierra. Sierra, SF2, wie ist die Lage bei euch am Turm? Kommen? Bei uns am Turm ruhig. Wir versuchen euch die Leute vom Hals zu halten, die wir gerade so sehen. SF2 verstanden. Wir schaffen es nicht in der Zeit, die zerlegen zu eurem Punkt, um dann E-Weg zu machen. Kommen? Verstanden. Hauptquartier, SF2, bitte kommen. Hauptquartier hört. SF2, wir können es in der Zeit nicht mehr schaffen, die Karte zu bergen. Wir verlegen zurück zu Sierras Position und bringen uns in Sicherheit. Kommen. So verstanden. Sierra, SF2, wir haben starke Verluste erlitten. Es ist nur noch der Leader aus SF1 vorhanden. Bei SF2 vermelden wir den Medic als Verlust. Kommen. So, verstanden. SF2, Ende.
an alle, wir geben Littlefield Unterstützung. Wir haben auch lasergelenkte Hydras und schauen uns das erste die ganze Sache mal von oben an. SF2 an Echo 1, hier kommt gleich der Luftschlag runter, wir können diese Ziele also nicht mehr in der Zeit erledigen, wir bräuchten Evac durch, ja, Blackhawk, kommen. Okay. Ja, alles klar, also verstanden, fliegen nochmal kurz zurück, satteln oben und holen euch. Alles klar, ich guck mal ganz kurz, Jungs, nach einem passenden Evac-Punkt. Hier ist SF2 verstanden, ich suche nach einem geeigneten Punkt und werde auf der Karte markieren, kommen. Sollen wir uns hier irgendwie verbarrikadieren, falls die Typen hochkommen? Wo denn? SF2, Ende. Ne, wir bleiben hier oben nicht. Wir werden gleich verlegen, wenn ich hier das Gelände mal kurz gescoutet habe. Ihr guckt einfach mal in Richtung des Zielgebiets, dass hier keiner hinterher kommt, ja? Jo. Moment, sehr schön. Sieht sauber aus. Sierra, könnt ihr bestätigen, dass ihr auf der Karte meinen Punkt Evac seht? Schießen auf uns, schießen auf uns. Aus der Base. Schießen aus der Base. Ja, ja, ja. Steffen, guck mal, Richtung 160, 140, da ist eine freie Fläche. Straße Richtung Wasser runter. Ich hab schon was markiert, einfach einen Hügel weiter in Richtung Ost. So verstanden, wir sitzen in Blackhawk. So verstanden, SF2, Ende. Südwestpunkt auf 70 Grad. Hier, Steffen, ich hab schon was markiert, von uns aus gesehen, einfach nur in Richtung Osten, da ist ein Hügel 149 Evac markiert auf Karte. Marsch, Marsch, wenn bereit. Direkt in den Osten. Genau. MG, beide Ziele kämpfen. Sehr schön, sehr schön. Okay, Sprung auf, Marsch, Marsch, unabhängig verlegen zum Evac-Punkt auf der Karte markiert, nach Ost. Wenn er die Karte aufmacht, das ist diese flache Hügel, wo Evac markiert ist. Der Hügel heißt 129. In Koordinaten 039, 068. Große Hühnchen. Marsch, Marsch. Ja, geht noch. Sierra kommt auch. Sierra, wir wollen abkommen, bitte. SF2 an Sierra, bitte auch zum Evac verlegen kommen. Haben verstanden, das folgen. Sierra, alles in meinem Radar. Bitte kommen. Hier ist SF2, hört. Wir würden gerne noch so lange warten, bis die Bomben eingeschlagen haben, um Vernichtung des Ziels zu bestätigen. SF2 verstanden. Erlaubnis erteilt. Kommen. Okay, over and out. Echo 1, SF2, markiere Landezone mit grünem Rauch, kommen. Hier Echo 1, so verstanden, das sind eigentlich schon so gute. SF2 verstanden, Ende. Black Vision. Alle aufsetzen, wenn er gelandet ist. Warten, bis er gelandet ist, dann aufsetzen. Okay, go, go, go. An an Bord? Negativ, negativ. Da oben steht noch einer. Verstanden, ich hole dich ab. Wir haben Position beibehalten. So, sind wir alle hier? Ja, okay. Ja, die sind auch okay. Einfach ab in den Heli. Marsch, Marsch. Die